Oh, eins. Ich nehme schon auf, aber okay. Hallo, ja, Leute. Gut, hi, hallöchen, willkommen zurück zum ETA. Hallo. Du hast den Start verkackt, du hast meinen Start verkackt. Oh mein Gott, du hast alles verkackt. Nö. Doch. Nö. Doch. Wenigstens haben die Leute nicht gemerkt, wie du mich immer vor der Aufnahme anschreist, weißt du? Ach, sehr ruhig. Ach. Halt die Gosch. Halt die Fresse. Halt die Gosch. Penner. Schön. Das System wird funktionieren. Es wird funktionieren. Das lässt mich jetzt schon nicht ins Haus rein. Pass auf, Alter. Es wird funktionieren. Ja. Es wird funktionieren. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Hallo. Immer diese Penner, ne? Wer ist hier ein Penner? Hallo. Verpiss dich, die Schildkröte ist ein Penner. Geht dir gleich, Schildkröte. Hallo, was? Ja. Kennst du nicht Breaking Bad? Nein, ich hab's noch nie gesehen. Guck's dir an. Voll Staffel 2, ja, Folge 10. Dann mach ich das mit dem Typen, was da auf der Schildkröte ist. Geil. Nein, es war ein abgehackter Kopf, der explodiert ist. Das findest du nicht geil. Breaking Bad ist schon ein bisschen crazy, ne? Ja, Breaking Bad ist übelst crazy. So ein bisschen von Crazy People. Crazy People? Crazy People. Crazy People. Ah, voll Crazy People. Voll die Crazy People, die Entwickler. Schreiber. Crazy People. Peoplos Crazius. Ja, quasi. Ich grabe einen Tunnel. Dann grab mal schön, du Maulwurf. Hallo. Oh Gott. Gehst du mich schon wieder auf die Nerven? Ja. Ich seh dich gar nicht. Umso besser. Er kann mir gar nicht auf die Nerven gehen. Lol. Doppelpunkt Day. Ich hab Zanit. Ein weiteres Teil für deine Rüstung. Sei glücklich. Yay. Alter, gar nicht mal so wenig. What the fuck? Eine ganze Ader hier. Eine arische Ader, was? Nein, das nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Hallo. Ja, das geht schneller. Irgendwie, wenn du das so mal so langsam und lauter aussprichst, dann hört sich das ein bisschen holländisch an. So, hallo. 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 Erstmal Holländer verarscht. Schön. So, was wollte ich machen? Treppen, ne? Ich wollte Treppen machen. Oh ja, Treppen. Oh ja, hoja. Hoja, hoja, Treppen. Hoja, Huck. Treppenfetisch. Du hast gerade wieder alles abgerissen, ich seh's schon. Also es klappt auf jeden Fall super. Ernsthaft? Halt die Gosch. Halt die Gosch, solange du noch hast. Wer hat denn die Chance vertan, mir einen aufs Maul zu hauen, weil ich schon in Köln war? Sei froh, dass ich nicht gekommen bin, dir einen aufs Maul gehauen hab. Ja, oh, schön. Wir haben uns alle lieb. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil gerade bei mir in der Playlist gerade so voll die Himmelsmusik so kommt. Can't touch this. Ja, so ungefähr. Quasi. Quasimodo. So, jetzt muss ich ja noch einen runter und dann habe ich einen Aufgang gebaut. Ich habe eine Treppe gebaut. Ich habe Feuer gemacht. Wow. Kannst du auch irgendwas, was nicht schon erfunden wurde? Nö. Gut. Ich bin ja nicht Archimedes. Haha. Archimedes hat nichts erfunden. Klar. Nicht in meiner Welt. Hat Archimedes überhaupt was erfunden? Ich weiß es nicht. Weiß ich doch nicht. Manche Wissenschaftler sind ja auch nur Wissenschaftler, aber erfinden nichts. Tja. Dann sind es Leute, die Anti-Wissenschaftler schaffen. Anti-Wissenschaftler. Aha. Ja. Sind sowas wie Anti-Bösewichte. Nur nicht böse, sondern für die Wissenschaft. Aha. Experimente. Aha. Ja. Ich verstehe das. Weil ich bin ja selbst so ein Mensch, der mal als Kind auf den Kopf gefallen ist, ne? Ja. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Nichts. Ich wollte damit nichts ausdrücken. Ach, nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich doch nicht. Du doch nicht, nein.
Wer denn sonst? Jeder andere. Aber nicht du. Ich. Nur nicht du. Hallo. So. Ich habe die Treppe fertig. Ja gut, dann sei fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Ich habe in den letzten Tagen ein Lied gehört aus meiner Kindheit. So, ach, wirklich? So 2000er, weißt du so? War das eine Kindheit? 2000er Dance Charts. Mhm. Das Lied ging so, wenn ich dir das vorsinge, hast du einen tagelangen Ohrwurm. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal. Solange es nicht GEMA ist, hau rein. Es wird bestimmt noch GEMA sein, so schlecht wie es auch ist. Ja, komm, sag mal an. Ich kann das nicht selbst. Ich schick dir nachher einen Link, du wirst es kennen und du wirst einen Ohrwurm haben, tagelang. Ich gehe davon aus, von irgendeiner Serie oder? Nee, es war einfach so, das hat man damals so gehört, als es noch kein Internet gab. Das hat man damals noch gehört, wo es kein Internet gab. Wo man noch einen Kassettenrekorder hatte, weißt du? Da warst du noch cool mit Kassettenrekorder unterwegs. Oh, ohne Scheiß, ich bin noch ein Kind, das noch einen Kassettenrekorder kennt. Ich hatte auch noch Kassettenrekorder. Oder einen Walkman oder sowas. Ja, Walkman war und cool. So kleine handhabige CD-Player. Ja, wo du die CD reingetan hast und wenn du einmal irgendwo drüber gestolpert bist, wo die ganze CD im Arsch war. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, das war unsere Kindheit, weil die es nicht wussten. Ja. War schon lustig. War interessant. Also, so ein kleines bisschen interessant. Naja, es war nicht so toll. Es war eine Welt voller Kassetten und CDs und no Internet. No Internet. Alter, ich hab früher, kennst du das, Professor irgendwas verrückte Werkstatt? Ja, ich glaube schon. Ich weiß, Moment, ich guck jetzt mal eben nach, wie das noch hieß. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Professor Tim? War das Professor Tim? Nein, nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es gerade nicht. Muss ich nachher mal gucken. Ich schaue gerade mal nach. Okay. Professor Tim's Incredible Machines. Ja, ich gehe davon aus, dass das war. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ja, so. Professor Tim's verrückte Werkstatt. Das ist so ein Spiel, wo du halt so ein Level hast und weißt du was? Das ist die Idee. Davon wird es ein Let's Play geben. Ist das ein Computerspiel? Ja, davon wird es bei mir ein Let's Play geben. Jetzt okay. Demnächst. Okay. Als Let's Play. Ich komme ja auf Ideen. Ne? Das ist voll egal. Also das ist so ein... Kurz zum Trailer. Für alle, die das Let's Play sehen wollen. Spoiler-Alarm. Rot, blinken Lichter, werden gleich ein Bild aufblitzen. Und yep. Spoiler. Und genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Spiel, wo du halt ein Ziel hast, was du erreichen musst, mit bestimmten Mitteln. Okay. Was weiß ich, du musst einen Schalter drücken und hast nur einen Ball, den du irgendwo platzieren kannst. Klar, Erdanziehungskraft, Ball fällt nach unten, drück den Schalter. Ja. Und das habe ich, ey, das habe ich früher, weil vor allem das war noch. Das haben wir damals 95, gesuchtet. Das war noch Windows 95. Boah, Alter. Das älteste, was ich mal hatte, war. Windows 3.1, glaube ich. Nee, also ich bin nicht unter 95 gekommen. Ich glaube, okay, das war 95 bin ich geboren, von daher. Das war ein PC von meinem Vater und da gab es auch so ein Spiel drauf, so ein Ratespiel, weißt du, so übelst verpixelt. Ja, Alter, früher. Das früher war gegen heute. Das ist so ein übelst verpixeltes Ratespiel. High-End-Grafik, ja. Und wenn ich mir angucke, was früher alles für Pixelbrei gespielt ja, haben. Ja, ist echt wahr. Und es war Windows 3.1 und das war so krass, Alter. Und Windows 95 hatte ich dann klar auch noch irgendwann. Zwischendurch. Also das hatte ich aber alles nicht selbst. Wirklich meinen ersten eigenen PC, meinen ersten eigenen Laptop hatte ich 2011, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten eigenen bekommen habe. Vorher war alles nur von meiner Schwester, von meinem Vater und so. War das auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht mehr welcher. Hast du mal eine Treppenstufe bitte? Ja, habe ich gerade noch sogar drei. Super, ich brauche nur eine, aber okay. Weil hier unten habe ich jetzt den Abgang fertig. Also noch nicht fertig, aber naja. Okay. Läuft. Ja, so war unsere Kindheit, ja, ne? Also, obwohl, Kindheit kann ich jetzt auch nicht sagen. Also, Windows 3.1 war dann schon ein bisschen weiter als Walkman unsere und sowas. Unsere Jugend und unsere Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Also, frühe Kindheit dann auch schon. Windows 3.1 war dann halt so, da, glaube, da war ich 6 oder 5 oder 6. So,
Und jetzt sag mir nochmal, dass ich das nicht hinbekomme. Guck her. Warte. Ich hab dummerweise gerade nur einen Gravel dabei, deswegen kann ich es dir an einer Seite zeigen. Boah! Boah, Alter! Wäre jetzt PvP an, ich würde dich schlagen. Du kriegst einen Snickers nächstes Mal. Danke. Kriegst du, oder? Ich glaube, ich krieg das hin. Tja, du bist halt der Master of Disaster. No, the Master of Redstone. Jetzt haben wir nur ein einziges Problem. Ja. Wie kommen wir von drin wieder nach draußen? Weil das Problem lässt sich nicht lösen auf dem kleinen Platz mit der scheiß Treppe. Ja. Okay, geil. Versuch dein Glück. Wenn du es schaffst, in diesem Raum, der da oben ist, meinetwegen darfst du meine Konstruktion verändern. Wenn du das schaffst, bist du von deinem Snickers befreit. Wenn nicht, kriege ich einen Snickers. Alter, ich muss gleich mal gucken, warte. Also es funktioniert. Von draußen. Ja, draußen. Du kannst ja froh sein, dass ich gerade einen Weg noch gebaut habe. Das ist wie so eine Gefängniszelle. Du kommst rein, aber nie wieder raus. Also hier ist das ja zum Beispiel einfacher bei dem Weg hier. Ja, da könntest du zum Beispiel einfach, die Pistons von der Seite machen. Nee, von der Seite sieht kacke aus. Außerdem sind es 3 Blöcke, wie willst du da von der Seite kommen? Na gut, es sind doch, das ist doch von der Seite. Von der Seite kannst du scheißegal machen. Nee, wie willst du das machen? Ach nee, Quatsch, das ist ja 3 Blei. Kannst du da gar nicht wieder wegziehen. Ah, ja, hast ja schon recht. Ja. Egal, wir lassen die einfach erstmal offen, das ist mir jetzt gerade auch egal. Ja, so, aber kümmere dich erstmal da hier oben drum. Hier, zack, zack, hier. Mach mal hier. Ich muss jetzt hier erstmal das verkleiden, Alter. Wie sieht denn das aus? Einfach nur Scheiße. Deswegen ja. Ist ja von dir. Danke. Bitteschön. Immer wieder gern. Na, obwohl es ist eigentlich gar nicht so schlimm, also man kann schon. Es geht. Ich baue jetzt hier oben halt noch so ein bisschen. Schichte noch ein bisschen was auf. Ich erinnere mich gerade noch dran, wie ich. Ich glaube, vor 2 Folgen war das, in der Folgenpause, habe ich gesagt. War das in der Folge drin, mit den mehr Folgen? Das war in der Folge drin, oder? Ja, letzte Folge. Ja. Und sobald ich jetzt schon fertig mit der Tür bin, habe ich schon keinen Bock mehr weiterzumachen. Das war nur, weil ich die Tür fertig kriegen wollte. Lol. Nein, aber natürlich machen wir dann so lange weiter. Ja, wir haben einfach nur, du musst ja einfach nur eine neue Beschäftigung suchen. Ja. Ich habe zum Beispiel Zanit für dich, dann kannst du dir irgendwas basteln. Oder Wolken verkloppen. Ich habe normalerweise gerade keine. Sind das schwarze Wolken? Nee. Nein, das war eine weiße Wolke. Es war. Mit Betonung auf war. Ja. So, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Eingang. Der führt runter, wie man sich vielleicht denken kann. Okay. Aber warum? Wenn du direkt daneben um die Ecke eine Treppe. Ja, aber so kannst du direkt unter in den Keller gehen. Wow. Das ist sehr interessant. Ja, ist es. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Zanit für dich. Weißt du was? Jetzt krafte ich dir was. Du kraftest mir was? Ja. So, so. Bist du so freundlich und kraftest mir etwas? Ich verkrafte es gerade. Haha. Gerade so? Ja. So, pass mal auf jetzt. Ich habe jetzt 6 Zanit hier, 7. Um hier nahe zu sein. Ne? Und da mache ich jetzt. Was hast du noch nicht an Zanit? Sag mal, warum hast du eigentlich zuerst deine Rüstung bekommen? Tja, die teilen wir uns momentan auch noch. Ach, ich dachte, du hast sie die ganze Zeit an. Also, ja, wenn du irgendwie eine Erkundungstour oder so machst, dann teilen wir uns die halt, weißt du? Ja. Ich hab nichts. Gar nichts. Nothing. Nothing. Also was braucht man denn alles, um Speedbuff zu kriegen? Speedbuff? Soul Sand. Quicksand. Nein, ich meine. Warte mal. Du kannst schon mal diese kriegen. Was ist das denn? Und dann kannst du jemanden fisten. Nee, geht nicht. Komm, fiste mich hart. Ich kann mir das erraten, wenn ich zuerst fisten werde, wenn PvP an wäre. So. Hier wächst jetzt auch schon Gras langsam. Ey, wir haben viel Gras hier, Alter. Wow. Wow. Oh, hier wächst immer noch kein Gras drüber. Ich glaube, hier wächst kein Gras. Kann das sein? Dann hast du nicht die falschen Anbaubedingungen. Die richtigen. Ja, da drüben ist es ja auch gewachsen. Boah. Ich bin so geflasht, weißt du. Das könnte vielleicht darunter liegen, dass hier nichts drunter ist. Ja, aber hier ist doch auch nichts drunter. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Wir können ja nur eine zweite Erdschicht drunter machen, also ist egal. Nö, vielleicht pack einfach mal
Wobei, da war auch kein Wasser dran. Vielleicht machen wir auch einfach einen Weg rüber, damit ihr das Gras drüber wächst. Nein! Nein! Was? Diese verkackten Büsche, die gehen ab, wenn da Wasser drüber fließt. Fail. Warum sagt mir das denn keiner? Hab ich doch. Hast du das? Ja. Daran kann ich mich aber erinnern. Du bist halt, nicht so... auf dem neuesten Stand. The Brain. You're the Brain? No. Nein, jetzt auch nicht so. Also wir haben hier keine Brains so wirklich, ne? Green Skyroot Sapling. Also alles haben wir, ne? Aber außer Stein. So, hier ist noch an Erde, ein Zanit-Teil. An Erde haben wir so viel. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen Erde rüberwachsen. Lass mal rüberwachsen. Hey, du hast ja noch Büsche. Wo hast du die denn her? Von meinem Busch. Ja. Leichte Zweideutigkeit, aber ein bisschen. Okay. So ein ganz klein bisschen. Schade, ganz kleines bisschen. Haben wir eigentlich Peaceful? Weil wir werden nicht mehr hungrig. Ja. Mach mal wieder an hier. Weil Wolken gehen eh nicht weg durch Peaceful, von daher ist es auch egal. Ich hab's gemerkt. So, wir haben noch 15 Minuten. Ach, immer strecken hier. Oh mein Gott. Mit einer Aufnahme. Und dann würde ich sagen, wir haben 16 Minuten sogar schon. Warum hättest du das nicht nach der Aufnahme machen können? Entschuldigung. Dankeschön. Tut mir ja schon leid. Jetzt hate mich mal nicht so, ja. Los, hatet ihn. Hart. Hier ist wieder etwas. Etwas was? Grün. Gras. Ja, siehst du, es wächst. Ich musste mal meine Blase einstellen. Wächst schon rüber, okay. Funktioniert also, in der nächsten Folge machen wir das Dach. Welches Dach? Das Dach, da oben. Da muss noch ein Dach drauf. Da muss ein Dach drauf. Auf das Haus. Das ist doch ein Dachhaus. Das ist ein Flachdach, Alter. Das ist übelst hässlich. Du bist genauso flach wie das Dach. Das Dach muss jetzt so bleiben, damit ich immer diesen Witz bringen kann. Nein, das Dach, da kommt ein richtiges schönes Ziegel. Nee. Aber dann müssen wir hier auch ein Dach drüber machen, über unseren Garten. Also komm. So. Da müssen, Alter, Wintergarten. Okay, Wintergarten. Okay, Wintergarten. Kommt also, Wintergarten hin. Das nächste Projekt. Haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt. Ja, wir haben noch genug. Gut. Aua. Wo ist diese Wolke? Aua. Sie ist tot. Also, ich kann jetzt sagen, ich krieg wenig Schaden. Richtig wenig. Ein halbes Herz, wenn ich hochgeschleudert werde. Schön für dich. Das heißt, Zeit, aber du kriegst eine Rüstung. Wir machen wieder zu lange. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Äther. Bis dahin sage ich Tschüssli Müsli und bis denn. Ciao, tschüss.